Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme Minecraft Vanilla. Und ich habe heute mal, also ganz Vanilla ist es nicht, es ist nur gameplay-technisch Vanilla. Optisch gesehen haben wir natürlich rumgeschraubt und ich habe heute mal das Minecraft Resource Pack an. Also ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr das andere besser findet oder ob ihr das so cooler findet. Oh, ein Delfin. Und ja, weil das natürlich cool ist. So, wir sind gerade dabei, eine kleine Tour zu machen. Wir haben aber viel Rohkupfer bei. Warum? Habe ich das vergessen auszusortieren? Genau, ihr könnt gerne sagen, ob euch das anstinkt oder so, dann ist das gar kein Problem. Dann können wir das wieder ändern. Also ich habe jetzt nur mal so, also das ist jetzt für mich nicht unbedingt the way to go, dass wir hier mit diesem Texture Pack spielen. Aber ich muss dazu sagen, das Texture Pack ist schon schön. Es ist schon schön. Ja, das kann man ruhig so sagen. Und heute, apropos schön, heute auch mal wieder mit Facecam einfach mal so. Einfach damit es noch besser aussieht. Genau. Wir waren dabei, hier die unmittelbare Umgebung zu entdecken. Das war unser Ziel. Wir haben uns einen Kompass gebaut. Das Schöne an unserem Spawnpunkt, dass wir genau da, wo wir gespawnt sind, auch unsere Base haben. Also der Kompass zeigt direkt zu unserem Zuhause. Genau. Und Punkt. Ja, und das ist toll. Weil sonst zeigt der Kompass ja... Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass der Kompass zum Beispiel zum Bett zeigt oder so. Ich weiß nicht, ob man da einen speziellen Kompass bauen muss oder so. Yeah, I don't really know. Genau, und wir haben immer noch drohendes Unheil-Debuff. Da soll man einfach Milch trinken. Ich glaube, Handmixer ist das, der das gesagt hat. Und ich... Handmixer, eine kleine Frage. Was ist das für ein Nickname? Weißt du, an was man denkt bei Handmixer? Du weißt es, oder? Vielleicht soll man das auch, aber überleg dir nochmal, ob du solche Wirkungen nach außen, ob du das wirklich, ne? Ob du das wirklich möchtest. So. Ansonsten, das Projekt hat weiterhin, bekommt weiterhin gutes Feedback, worüber ich mich sehr freue. Kürbisse nehmen wir mit, wir werden Kürbisse anbauen. Das müssen wir in dem Zuge auch anbauen. Ich glaube, wir brauchen Eier, Zucker und Kürbis und dann können wir uns Kürbiskuchen machen. Und, die Welt kriegt man ja kaum schöner, außer mit Kuchen. Schade, dass man den hier nicht vegan machen kann. Aber das ist ja hier alles nur Fantasie. In Wirklichkeit, hört, lasst die Hühner bitte in Ruhe, lasst die Schweine bitte in Ruhe und lasst die Kühe bitte in Ruhe. Die können nichts dafür, dass ihr den Hals nicht voll kriegt. Ja? Go vegan, verdammt. Damit das Leid ein Ende hat. So, das ist jetzt nochmal meine Message zu der ganzen Sache. Und ich hoffe mal, dass das alle auch beherzigen. Wurde ich auch mal gefragt. Das ist immer, als ob alle Veganer wollen, dass alle vegan sind. Ja, das ist genau. Das ist genau der Kick. VeganerInnen wollen, dass alle Menschen VeganerInnen sind. Sonst bringt das ja nichts. Also man kann auch vegan nicht für sich sein, ja. Geht nicht. Es geht nicht. Weil es dann um die Tiere geht. Was ist hier bitte los? Naja. So was finden wir, wisst ihr? Aber mal irgendwie hier mal... Oh, guck mal, eine kleine Schweinefamilie. Och, wie süß. Hallo. Wir wollen euch auch züchten. Einsperren. Ausbeuten und abschlachten. Das ist leider so, ja. Das sind Fichte, ne? Das ist Fichte, ne? Auch schön. Aus Fichtenholz kann man schöne Sachen bauen.
Boah, das sieht wirklich cool aus. Warum ist hier ein Kreuz? Das sieht voll cool aus, ne? Und das hier bemooste? Ey, da muss doch was drunter sein. Wieso ist hier Sandstein? Aus Sandstein kann man auch schöne Sachen bauen. Hä, wir haben hier doch irgendwas gefunden, oder nicht? Wieso war da bemooster Kabel? Achso, und Handmixer hat noch gesagt, ich soll nicht mit diesem Debuff in ein Dorf, sonst habe ich viel Spaß. Ich habe aber gerne viel Spaß. Also doch. Ah, wir haben noch eine Schaufel. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts, Leute. Das Spiel hat uns verarscht. Hier gibt es nur ganz viel Sandstein. Oh, und Kohle. Kohle ist gut. Kohle ist sehr gut. So. Wir haben ja irgendwie ein bisschen immer noch Kohleknappheit, ne? Okay, also war da einfach nur so. Es ist ja wirklich sehr markiert aus, oder? Ihr hättet auch gebuddelt, oder? Ihr hättet geguckt, was da ist, ne? Nee, als Kind, so eine Steine sind ganz normal im Fichtenbiom, wie ich auch gerade sehe. So. Leck. Ja, ihr wisst alles besser, ist doch toll. Freut euch doch mal ein bisschen. Ah, oh, sieht echt really, really cool aus, oder? Das Texture Pack, oder? Wollen wir es lassen? Also, wenn mir das so mega gut gefällt und ihr sagt, gefällt euch nicht, ist mir es denn trotzdem scheißegal. es sieht schon wirklich nice aus. Wollte ich nur nochmal anmerken. Also, den Satz vorhin nehme ich zurück. Dass ich mich nach euch richte, nehme ich wieder zurück. Oh, guck mal, das habe ich. Ich habe meine Tochter von Lego. Ja, wir können jetzt über Lego uns unterhalten und wie scheiße Lego ist. Aber, also der Konzern meine ich. Aber ich habe ihr sowas geschenkt, wo das ein Zuhause ist. Mit so einem. Kann man doch so kleine Sets. Also nicht die 100-Euro-Sets. Die kann ich mir nämlich nicht leisten. Aber das war etwas günstiger. Ich glaube 20 Euro. Oh, das ist ein schöner Baum. Ach so, und bald ist ja Version 1.20, ne? Also, dann gibt es paar neue Sachen. Und das werde ich dann aber erst laden, wenn eine Optifine- und Shader-Version dafür und ein Resource-Pack dafür ready sind, ja? Also, ich werde das nicht einfach instant machen, weil diesen Mehrwert haben wir denn nicht, wenn wir das sofort machen. Und ja. Dann gibt es Dunkeleiche. Also wir können dann ein Kirschbiom finden, ein Kirschbaumbiom. Genau, und dann kann man irgendwie irgendwas mit hängenden Schildern oder sowas. Oder? So war das doch, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt so mega worth ist.
Also nach Dorf sieht das hier alles nicht aus. Eher nach so einem ganz tiefen Dunkeleichenwald. Wir können ja mal in den Wald reingehen und mal gucken, was hier so gibt. Es ist auch schon abends. Wir haben eine Uhr bei. Wir haben uns eine Uhr gecraftet. Sehr vorbildlich, um zu wissen, wann hier Nacht ist. Oh, der muss hier viel laden. Ich habe hier sehr viel Mini-Lags, weil er sehr viel neue Sachen laden muss. Aber das ist ja überhaupt gar kein Problem für uns. Schon wieder. Boah, das sieht cool aus, oder? Wie das hier so hineinscheint. Ich höre hier schon blöde Arschlöcher. Ach, da ist Eisen. Ein Eisen. Was ist das da hinten? Genau, das leckt hier natürlich ein bisschen, weil der ganz viel neue Chunks laden muss. Oh, ich hoffe mal, dass es daran liegt. Weil ich habe eigentlich meine Einstellung schon so angepasst, dass es aufnahmetechnisch ist mit meinem System. Oh, eine Schildkröte! Man kann irgendwie so einen Helm aus Schildkrötenpanzer bauen, dass man länger atmen kann unter Wasser. Aber ich wollte mir dieses eigenartige Gebilde mal angucken. What is that? Aha. Aha. Das ist Tropenholz. Wir werden hier kurz mal ins Bettchen gehen. Also die Legs nerven, fangen an zu nerven, ne? Wir gucken mal, ob es am Resource Pack liegt. Ja? So, dann möchte ich wieder mein Faithful haben. Wir gucken mal. Wenn denn, ist das natürlich ein Ausscheidekriterium für das Resource Pack. So. Ich glaube ja. Nee. Okay, kann sein, dass wir jetzt ein neues Biom betreten. Nee, wir haben immer noch die Lags. Eieiei. Oh, das hatte ich schon mal da. Habe ich aber was umgestellt? Und dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Okay. Das wird jetzt zur Ruckelparty. Auf schnell. Minimum. Oh. Die Sichtweite ist viel zu hoch. Guck mal, 8 ist normal. Dann machen wir hier schön und hier Maximum. Ich glaube, es lag an der Sichtweite. Ja, es lag an der Sichtweite. Warum war das so hochgeballert? Ich habe das nämlich erst, ich habe das schon mal umstellen müssen. Stellt sich das immer wieder zurück? Also ohne Mist jetzt. Okay, haben wir ein bisschen in der Aufnahmeeinstellung dann. Aber das gehört ja im weitesten Sinne auch zum Gameplay. Ja, es lag an der Sichtweite, okay. Aber wow, ich habe das wirklich, ich habe das schon zweimal, glaube ich, wieder runtergestellt. Es war auch cool, wenn man weit gucken kann, aber es ist nicht so wichtig, ja. Und gerade wenn das dann halt leckt wie sonst was. Vielleicht ist es, wenn ich ein Resource Pack umstelle. Nee. So.
Das sieht auch irgendwie ominös aus. Wollen wir da mal hingucken? Aber eigentlich, mein Wunsch war ja, ein Dorf zu finden, ne? Aber das da sieht ominös aus. Da wollen wir uns mal umschauen. Guck mal, ich habe sogar ein Hemd heute an. Und ich habe ein Minecraft-T-Shirt heute an. Ja, ich werde 34 und drin mit Minecraft-T-Shirt rum. Ist mir vollkommen Schnuppe, was da einer denkt. Oh, was ist das denn? Wer röchelt denn da so? Ein Goldhelm. Und Kohle, das ist auch mal gut. Was soll denn das? Was ist denn los hier? Danke. Gab's denn noch was? Okay. Boah, erinnert mich so ein bisschen an, hat so ein bisschen Witcher-Feeling. Witcher 3 am Strand, so eine Ertrunkenen ab für Truhen töten. Ich weiß gar nicht, ob man Untote eigentlich noch mehr töten kann. Oh, das Resource Pack sieht schon schön aus. Muss man schon sagen, ist schon schön. Ja. Ihr könnt auch sagen, wenn euch die Facecam nervt, ja. Also von mir aus, ich finde das ja immer, ich finde Let's Plays brauchen keine Facecam, aber ihr wisst ja heutzutage immer, weißt du, ich habe ja übel den Druck auch als YouTube-Star. Ich muss ja immer hinterher sein. Hinter den Trends, ist ja völlig klar. Ja. Hier mit meinen 5 Millionen Views pro Folge, musst du schon ein bisschen gucken, ne? Da musst du schon optimieren auch. So. Wir können auch mal so richtig hart gecuttet, können wir auch mal so ein Video machen. Kennt ihr das? Diese Videos für scheinbar Achtjährige, die nicht so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne haben, wo wirklich alle zwei Sekunden Schnitt ist. Bam, 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 bam. Also ich finde, es gibt gut geschnittene Let's Play Videos. Also wo wirklich auch noch genug drin ist. Aber für mich als Let's Play-Konsument, ich... Oh, warum sind wir so traurig? Warum seid ihr so traurig? Ich gucke wirklich Uncut, wenn denn. Wenn ich mir Let's Plays angucke, dann Uncut. Und ich gucke meistens Let's Plays von Nintendo-Spielen, genau. So. Ich habe auch damals Minecraft geguckt, bis ich mich entschieden habe, selber Minecraft-Videos zu machen. Oh, ein neues Biom. Wow. Genau. Sind die Schweine etwas glücklicher? Oh, doch, auch dieses Biom sieht sehr schick aus. Akazien, ne? Kann man auch coole Sachen draus bauen. Orangenes Holz. Ach, das ist eine Sumsebiene. Und da ist deren Zuhause. Cool. Wir nehmen mal ein bisschen Zuckerrohr mit. Because of need. Need. We need these. Und dann werden wir Hühner anlocken und einfärchen. Guck mal, auch die Übergänge, toll, ne? Wir werden dann auch Hühner noch anlocken, einfärchen und auch noch ausbeuten. Das müssen wir noch tun. Ja, hallo. Guck mal, ein Schwattet. Schwupps. Ein Schwattet vor allem. Meine Oma sagt zu schwarzen Menschen, also zu People of Color, Schwatten. Die Schwatten. Aber ich muss dazu gestehen, dass sie... Rassistisches. Ja, ich finde das auch nicht gut. Ich finde das auch nicht gut und ich finde auch dieses Argument, das ist nun mal die Generation, finde ich noch schlimmer, weil das ist die Generation, die erlebt hat, wo das endet. Was das Schlimmes bewirkt. Solche Gedanken.
Die müssten es ja eigentlich am besten verstanden haben. Und die müssten allen nachfolgenden Generationen eigentlich erklären, ey, rassistisch, Rassismus, generell, alles, was menschenabwertend ist, ist Kacke. Guck dir an, was der Hitler gemacht hat und guck dir an, ganz Europa lag in Schutt und Asche und auch der Erste Weltkrieg hat nicht unbedingt weniger damit, mit menschenfeindlichen und nationalen Gedankengut zu tun. Oh, jetzt kommt doch genau der richtige Song für meine Ansprache. Sehr gut, ne? Das ist ja alles... Peng, peng, das ist ja alles... Hand und Fuß! Okay. Heute ist eine etwas lautere Folge. Ich entschuldige mich schon mal dafür, aber das ist natürlich hier auch sehr stimmungsabhängig. Vom Let's Player. Hallo Kühe. Guck mal, die sind auch süß. Nein, der ist auch ein bisschen traurig. Naja, ihr werdet ja auch alle ausgebeutet, ne? Naja, da würde ich auch mindestens so gucken. Ach, Kupfer. Guck mal einer an. Kupfer nehmen wir mit. Für das Dach. Wir haben hier schon ein volles Inventar. Lol. Ach, hier wegen dem Quatsch. Was können wir denn? Ich kann doch nichts wegschmeißen. Ich kann gar nichts wegschmeißen. Das nehmen wir mit. Wir können ja Weizenkörner, weil ich habe gehört, davon haben wir wirklich viel. Das ist doof jetzt mit dem neuen Resource Pack. Ich muss erstmal gucken. Ich kann auch schlecht gucken mittlerweile. Ich muss schon auf Twitch, wenn ich streame, apropos, ich streame auf Twitch. Oh, das muss ich jetzt, das ist das Ende der Folge, ne? Ich muss das nächste Mal am Anfang der Folge sagen. Muss ich den Chat größer stellen schon, weil ich das nicht mehr lesen kann. Es ist halt nicht schlimm. Ich werd alt, Leute. Na gut, alles klar. Aber wir sind bei locker schon 20 Minuten und ihr wisst ja, wir müssen so einen kleinen Rahmen müssen wir schon einhalten. Und ich denke mal, 20 Minuten sind auch nicht zu kurz und nicht zu lang, oder? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich, und wünsche euch bis dahin alles Gute.